Hallo Freunde. So, und hey, hopp, zack. Zack, zack. Dort ging noch einfach. Hier mit dieser sportlichen Attacke, mit dem Salto, das macht halt echt heftig Schaden. So, haben wir hier noch irgendwo was drin? Ja, Mana können wir ein bisschen nachfüllen, dann sind wir halt hier besser aufgestockt, wollte ich schon sagen. So, da haben wir noch 3. Ja, ein bisschen können wir noch vertragen. So ein bisschen zumindest. So, herab. Alles klar. Und jetzt haben wir hier noch eine schöne kleine Pflanze. Ich bin ja schon echt gespannt, wo uns das Ganze hinführt, ob uns das überhaupt was bringt. Okay. Hier haben wir auch nochmal was Schönes. Herab. Ein Schlüssel. So, die Frage ist, gehen wir jetzt hier lang oder da lang? Ich bleib bei meinem Prinzip. Ich gehe geradeaus weiter. Ich bin jetzt hier quasi in dem anderen Raum um die Kurve gegangen, weil es anders nicht ging. Aber jetzt bleibt man bei geradeaus. Wird schon schief gehen. Okay. Raum für Raum. So, zack. Müssen wir nur uns einfach erinnern, wie wir dann zurückgelaufen sind. WTF, was seid denn ihr für welche? So, her. Ja, der hat mich geschlagen. Ja, aggressiv, komm. Nein, falsch. Schwert. Ich sehe nichts. So. Okay. Da war doch gerade noch ein riesen Hammer. Machst du etwa den Hammer groß? Du Schweinewächter. Aber wie schön, dass er wegfliegt. Die Anspielung finde ich auch geil. Die 3 kleinen Schweinchen. Ne? Und ich huste und pruste und dann waren sie weg. So, hier ist eine Doppeltür. Vermute mal, ich muss hier rein. Und Endgegner? Nein, noch nicht. Aber trotzdem ein Gegner. Zack. Ach, das sind gleich 2. Muss ich noch aufpassen. So, zack, zack. Ja, genau. Ab in die Ecke mit dir. Ab in die stille Ecke. Schäm dich. Du hast den Twinsen angegriffen. Du bist schuld. Aua! Er hat mir an die Nase gepiekst hier. Geht noch? Geht's noch hier? So. Da kommt. Triff Twinsen. Nicht vorbeischießen. Ach, schießen sage ich schon. Schlagen. Weil so richtig Schwertkampf kann man das ja eigentlich nicht nennen, was Twinsen hier macht. Ah, guck mal an. Da müssten wir jetzt das Ding haben. Irgendwo unter der Statue. So, zack, zack, zack. Jetzt habe ich den gleich weg. Wenn ich treffe. Okay, er trifft mich. Na komm, Grafik, bleib mal da. So. Und da müsste jetzt dann hier das Fragment sein, oder? Das blinkt. Ja, geht's noch? So, ausweichen, 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 ausweichen und zack. Hey, hopp. Kurz Zauber. Okay. Zack. Und zack. Oh, ich muss mich gleich konzentrieren. Der haut mich das echt weg, dieses Riesenviech. Oh. Was ist das? Rote Augen, grüne Augen. Okay, wir machen es auch aggressiv. Ah, wir haben es geschafft. Und nicht so knapp, uns ging nämlich gerade das Mana aus. Boah. Ey, dass die Statue jetzt hier das Leben anfängt, das kam unerwartet. Also, das war jetzt echt fies. So. Du besitzt jetzt das Schlüsselfragment der Elitos. Ja. Es hat doch was gebracht, hier reinzugehen. Gut, dass ich das nicht nachträglich gemacht habe, sondern gleich. Halt, nein, 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 falsche Taste. Da wollte ich hin. So, wir haben grün, gelb und blau. Das heißt, uns fehlt noch rot. So, kann ich jetzt eigentlich die Räume, so wie ich sie gekommen bin, wieder zurück? Oder sind die resettet wie andere Räume auch? So, halt, nein, nein. Nicht rüber hüpfen, sondern nehmen. Also wir sind ja jetzt hier diesen Weg gegangen. Ich habe einfach die Befürchtung, das sind jetzt hier die Gegner, die wir sie vorhin hatten, wieder da. So. So.
Achso, ich bin noch auf normal. Ich denke gerade, warum ist der so langsam? So. Okay, komm, bevor wir jetzt umschalten und uns irgendwie Probleme machen. So, komm, komm her. Noch ein bisschen. Jawohl. Wir gehen trotzdem einfach den Weg zurück, wie wir es vorhin hatten. So, hallo Freunde. So, und schnell. So, 3, 2, 1, komm. Nicht schlagen, so ist fein. So. Ja, geh einfach mal aggressiv weiter, Twinsen. Das ist gut. Hau ihn, bevor er sein Schwert so richtig ziehen kann. Angriff ist die beste Verteidigung. Die wollen dich umnatzen, also lass es nicht zu und natz die einfach Feuer um. Ganz einfach. Ganz einfache Logik. So. Was haben wir? Ernsthaft? Ach, ein brauner Hund gibt's auch. Ja, komm. Okay, die Hunde sind aber... Nein! Mann. Verdammt. So. Zack. Habe ihn natürlich verfehlt. Aber das mit dem Springen ist schon witzig. Das ist schon echt stylisch, was er da macht mit dem Salto rückwärts, Salto vorwärts und dann ins Gesicht, sofern ich treffe. Okay, aggressiv, komm. Und dieses Mal bitte nach vorne laufen und genau, so, zack, weg, zack, weg. Nicht, dass man hier wieder... Huch! Ist das... War da ein Kackhaufen? Da war ein Kackhaufen. Alles klar. Ein kleiner, ekliger Kackhaufen. Oh, was bist denn du für einer? Was bist denn du für ein, hier... Ninja? Aua! So, hier, Street Fighter-mäßig. Haut der mir hier eins drauf? Sofern er dazu kommt. Ah, komm, dich hau ich um. Dufte. So. Jetzt müssten wir doch gleich am Ausgang sein. Ich weiß, ich habe die Räume nicht gezählt. Ah, da sind schon wieder die Schweinchen. Hallo, geht's noch, Freunde? So. So, komm. Zack, bumm, bumm, weg. Okay, da kriegt echt einen Riesenhammer. So. Der ist weg. Ich hau mal noch um. Komm her. Reicht sogar normal. Und... Aua! Haut der mich? Nein, nein, nicht du mich, ich dich. So rum. So, und da sehe ich aber schon die Doppeltüre. Da scheint der Ausgang zu sein. Zack. So, weg. Alles gut. Raus. Mann. So, jetzt muss ich also auf die Insel der Bifiden, würde ich mal so salopp behaupten. Ah, Freunde. Ich bin ganz lieb, ganz nett. Ich habe nur euren Kaiser getötet. Aha. Es gibt niemanden, den ihr dienen könnt. Also warum greift ihr mich an? Ach halt, es gibt noch Dark Monk. So, komm, geh kaputt. Die halten echt einiges aus, muss man schon sagen. So. Der Schlüssel ist mir so schnurzpiepegal. So, wir mussten jetzt runter. Hoffentlich sieht uns der Panzer-Auto-fahrende... Ja, ich habe die Message schon verstanden. Wir haben keine Zeit. Halten Sie an! Ach komm, geht nur mir nicht auf den Sack. Aua! Hatte man tatsächlich noch eine mitgeben. So, Schutzzauber, zack, dran vorbeilaufen. Wir müssen nur ganz fix in den Hafen. Uiuiui, wie viele sind denn das jetzt noch? Warte mal, ich erinnere mich an was. Ich muss noch ganz kurz hier in die Stadt gucken. Ob's da hier... Gibt's hier so einen Wanderprediger? Nein, gibt's nicht. Schade. Alles klar. Ich dachte, mich erinnern zu können, da gab's hier mal einen, der hier dann quasi die Warnungen zu mir ausruft. Aber okay, den habe ich wohl irgendwie spielemäßig verpasst. Das ist einer der wenigen Punkte, an die ich mich noch erinnert hatte. Zack. Uhr. Muss man echt aufpassen. So, hier. Ja.
Jetzt hier zum Taxifahrer. Wir müssen auf die Insel der Bifiden. Hallo, mein Freund. Bist du mir noch freundlich gesonnen oder rennst du jetzt auch gleich weg und ich muss zu dem Alten rüber? Hab keine Angst vor dem Schwert. Guten Tag. Für 5 Slitos kann ich Sie schon fahren. Wo wollen Sie denn hin? Ja, auf die Insel der Bifiden, bitte. Auf das Eiland der Bifiden. Auf das Eiland der Bifiden. Ist ja nicht einfach nur eine Insel, ist ja ein Eiland. So, los geht das. Jetzt muss ich nur gucken. Ich erinnere mich, dass der eine erzählt hat, wo das vergraben sein soll, aber ich weiß nicht, ob wir das einfach so finden. Weil ich habe jetzt auch keine Ahnung, wo ich da jetzt buddeln soll. Aber das kriegen wir raus. Das ist überhaupt kein Problem. So, wir schauen jetzt einfach mal hier in die Stadt rein. So, dann schauen wir jetzt doch mal. Da ist der Miep Miep. So. Hey, weißt du noch was? Hi. Guten Tag. Ich bin mir sicher, dass unser Fragment hier vergraben ist. Es muss unter dem Gestrüpp versteckt sein. Schließlich hat es der Bürgermeister ja nicht im Feld sein buddeln können. Gut, also es muss hier sein, sagt er. Wir haben zum Buddeln, haben wir im Endeffekt nur die Hacke hier, gell? Ja, so, kann ich die benutzen? Hier, irgendwo? Nein. So, die Frage ist, der eine hat was gesagt vom Strand, glaube ich, oder da, hier oben. Ich weiß es nicht mehr. Hi. Guten Tag. Ich? Also, warum ich hier grabe? Na, weil es hier auch nicht schlechter ist als anderswo. Hier graben eh alle. Kann ich doch auch, oder? Und warum soll ich nicht hier graben? Alles klar. Ist aber in Ordnung. Kann ich dir da mal gerade unter die Arme greifen? Nö, funktioniert nicht. Warte mal, hier war doch, glaube ich, jemand drin, der Ahnung hat. Hier, du, der Alte. Rede mit mir. Guten Tag. Ausgehend von der Größe des Eilands, seiner geologischen Struktur und der Windrichtung habe ich einen Trank bereitet, mit dem ich genau bestimmen kann, wo sich das Fragment befindet. Aber leider habe ich ihn verloren. Okay. Er hat einen Trank gebraut, mit dem er weiß, wo es ist. Und er hat ihn verloren. Hi. Guten Tag. In diesem Dorf sind alle verrückt geworden. Jetzt ist sogar eine dumme Eule hierher gezogen. Hat sich einfach in eine Nische gesetzt und ist dort geblieben. Alles klar, der Hund ist bekloppt. So, warte mal. Die Eule ist gekommen und hat sich in eine Nische gesetzt. Wo ist denn die Eule hin? Wo ist denn Miep Miep? Nach vorne. Frage ist, ist das Elixier, was wir suchen, in deiner Nische? So. Oder? Komm ich hier rum? Ja. Warte mal. Geht mal zu diesem Pendel, Heini. Komm. Lass mich da mal durch. Ohne hier in die Nebelsuppe zu fallen, bitte. Irgendjemand muss doch hier Ahnung haben. Hey. Guten Tag. Dieser Holger Brunnenschein hatte die Angewohnheit, ganz nah an die Gaswolke ranzugehen. Vielleicht hatte er unser Fragment dort versteckt. Ganz nah an die Gaswolke. Ich vermute mal, weil hier ein Monster ist, wird das hier irgendwo sein, oder? Nö. Da oben? Okay, alles klar, dann halt nicht. Ah, warte mal, auf der gegenüberliegenden Seite. Also nicht direkt bei dem Typen, der es mir sagt, sondern hier, da jetzt hier rechts. Da in der Nähe von dem Monster. Hi. Hallo, mein Freund. Hier vielleicht, ganz nah. Hat irgendwas von ganz nah gesagt? Nein? Also das Blöde ist halt, irgendwo muss das Ding ja sein. Okay. Wurscht. Also, schauen wir nochmal weiter. Wo könnte das sein? Wir buddeln hier alle kreuz und quer wild durch die Gegend. Mimi. Mimi. Okay, du sagst mir auch nichts Neues.
Weißt du noch was? Hi. Guten Tag. Oh ja, das ist ja nun mal was ganz Ernstes, nicht wahr? Das Fragment da, das muss man ja schon wiederfinden. Das ist wichtig, weil ohne Fragment keine Zeremonie und ohne Zeremonie kein Paradies, ne? Wahr? Ist mir doch alles egal. Ich hab schließlich meine Schönrebe. Na, wie wär's mit dem Gläschen, ne? Nein, danke. Hast du hier diesen sonderbaren Trank vielleicht? Guten Tag. Wegen dieser Suche nach dem Fragment sind alle durchgeteilt. Und außerdem glaube ich die ganze Geschichte sowieso nicht. Ich bin mir sicher, dass Holger es zu Hause irgendwo hingepackt hat, bevor dieses Monster ihn verputzt hat. Naja, wenigstens belebt's das Geschäft. Ah, der schwätzt jetzt davon von wegen, dass das bei dem einen daheim ist. Aber wo ist ihm sein Zuhause? Also hier scheint zumindest nirgendwo so ein sonderbares Fläschchen zu stehen. Ich sehe jetzt zumindest nichts. So. Hast du das in deine Hütte? Und wehe, dass du, wenn du mich dich nochmal anspreche, ich will nur an deine Hütte ran. Okay, da funktioniert nichts. Warte mal, hier sind ja überall Schilder, so. Kurz, General im Ruhestand. Experte für unwissenschaftliche Wissenschaften. Alles klar, alles klar. Du bist also schon mal das falsche Haus. Oder das ist das falsche Haus. So, was haben wir hier? Wir haben überhaupt kein Schild. Ach ja, hier, das waren die Babysitter. Guten Tag. Ja, diese Geschichte mit dem verlorenen Fragment, nach dem alle suchen. Und was habe ich davon? Alle bringen mir ihre Gören vorbei, die ich dann den ganzen lieben langen Tag hüten darf. Ständig brüllen die rum. Ich suche mir bald einen anderen Job. Alles klar, ja. Was hatten wir alles eigentlich schon? Guten Tag. Ich sag nichts mehr. Ich stehe sowieso nur zur Strafe da, weil ich den Haustürschlüssel verloren habe. Aber ich habe ihn gar nicht verloren. Die Eule hat ihn mir geklaut. Eine miese, blöde, mechanische Eule war das. Die stiehlt ständig, immer alles. Und so einer wie du kann mir eh nicht helfen. Warte mal, Eule. Alle reden sie von der Eule. Ich habe sie bisher nicht schlagen können, aber ich habe ein Schwert in der Hand. Hallo, Eule. Wir machen aus dir jetzt Eulenragout. Eventuell. Wenn ich dich treffe. Okay, wir machen keinen Eulen-Ragu. Mimi. Okay, du machst nur Mimi. So, die Frage ist, du kamst von hier hinten, ne? Hier hinten sonst noch irgendwas? Kann ich hier buddeln? Ne. Da oben? Okay, dazu müsste man erstmal nach da oben kommen. Irgendwo müssen wir das doch hier kriegen. Kann ich dich angreifen? Warte mal, Laser. Bringt mir was? Okay, das bringt mir überhaupt nichts. Dann schauen wir nochmal zu dem Typi da hinten hin. Der hat ja doch auch was gesagt, von wegen ganz nah ran. Ah, warte mal, vielleicht hier nah ran. Nein? Und da hinten? Also ich bin gerade echt ein bisschen ratlos. Weil irgendwo muss das Fragment doch sein. Okay, wir müssen nochmal weiter fragen. Der Hund wusste nichts, der wusste nichts da oben. Wo läufst du hin? Ach, guck mal, da hinten ist ja auch noch ein Haus. Was ist das? Ach, ist das deine Hütte? Kann das sein? Kann ich da ran? Du hast gerade den Schlüssel des Bürgermeisters der Bifiden erhalten.
Alles klar. Schlüssel, Bürgermeister, Bifiden. Okay. Was haben wir hier? Holger Brunnenschein. Bürgermeister der Bifiden. Weil das nicht weiterlesen will. Alles klar, hier haben wir einen Schlüssel. Hi, wer bist du? Guten Tag. Holger Brunnenschein, ja, das war mein jüngerer Bruder. Er war hier Bürgermeister und somit verantwortlich für unser Fragment. Er hat das Ding immer irgendwo versteckt, ohne jemanden zu verraten, wo es war. Es macht mich ziemlich fertig, dass er von einem Gasmonster gefressen wurde. Und heute weiß niemand, wo dieses Fragment ist. Deswegen graben alle wie verrückt. Aber hat er sich denn keine Notizen gemacht? Glaub ich nicht. Und außerdem ist der Schrank abgeschlossen. Du weißt schon, der, den er mit lauter kleinen, ausgestopften Gasmonstern verziert hatte. Und ich hab den Schlüssel verloren. Also... Alles klar. Schrank, Schlüssel, Gasmonster. Ich vermute mal das hier. Ah, geschlossen. Ah, geschlossen. Aber wir haben doch einen Schlüssel. Da, hier, los, nimm. Du hast gerade die Notizen des Bürgermeisters der Bifiden gefunden. Anhand dieser Notizen kannst du das Schlüsselfragment der Bifiden finden. Ah, alles klar. So, was steht da drauf? Mein Blick ruht auf der Mitte des Ladens. Mein Rücken lehnt an einem natürlichen Sonnenschirm, an dem ich gerne eine Siesta machen würde. Aber ich muss einen wachen Geist behalten. Im Dorf gibt es genügend Laternen und Bögen, um die richtige Anzahl Schritte daran abzuzählen, ohne dass man noch welche hinzufügen müsste. Einmal angekommen, zeigen die Barrieren zu meiner Linken in die falsche Richtung. Auf der anderen Seite habe ich meinen Schatz vergraben, den man findet, indem man in den Kessel in der Nähe der Gaswolke hinabsteigt. Bitte was? Okay, Leute, da brauche ich einen Zettel für. Ich notiere mir das gerade mal, weil wenn ich das nur so vorgelesen kriege, kann ich mir das nicht merken. Kleinen Moment. So, alles klar. Also ich habe mir das jetzt gerade mal aufgeschrieben. Weil das ist jetzt mit der ganzen Umformuliererei hin und her, ist das sonst hier wirklich zu umfangreich. Also wir müssen mit dem Blick in die Mitte des Ladens und im Rücken einen natürlichen Sonnenschirm. So. Ah, warte mal. Pass mal auf. Bevor wir das jetzt machen, weil ich es jetzt gerade nochmal sehe. Laternen und Bögen müssen wir zusammenzählen. Dass wir hier die richtige Anzahl an Schritten wissen. Okay, da ist mal ein Bogen. Warte mal, ich mache hier mal eine Strichliste. Ich zähle jetzt erstmal nur die Bögen. So, alles klar. Das ist ein Bogen. Da ist noch ein Bogen. So, haben wir hier sonst noch irgendwo einen Bögen? Glaube nicht. Ne? Ne, alles klar. Gut, plus Laternen. Also hier haben wir zwei. Schön zwei Strichlis. Dann haben wir hier noch eine Laterne. Sind wir aber schon mal bei fünf Strichen. Da hinten noch eine? Nö. Fünf. Da ist eine Laterne. Und ich habe gerade da hinten noch eine durchschimmern sehen. Genau, da ist noch eine Laterne. Also haben wir sieben Schritte. Alles klar. Und was ich jetzt auch noch gerade gesehen habe, mit dem Blick Mitte... Gehst du mal weg? Komm ich hier überhaupt rum? So. Und heraus? Nee, komme ich nicht. Weil da hinten ist eine Palme oder sowas. Okay, okay. Also müssen wir hier einmal außen rum. Komme ich hier überhaupt außen rum? Warte mal, ich nehme mal ein Jetpack und fliege einfach rum. So. Weil wir sind ja schlau, ne? So, jetzt hängen wir hier. Verdammt. Okay, das hat so nicht sollen sein. Dann müssen wir anderweitig... Okay, da brauchen wir nicht fliegen. Können wir laufen. So, pass mal auf.
Hier, da drüben, da rum. Ja, genau, hier war das. So. Alles klar. So. Das Ding im Rücken. So. Okay. Mit dem Blick direkt mittig an den Laden. Das da vor uns ist der Laden. Und dann, genau, 7 Schritte vor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gut. Die Barriere zu unserer Linken zeigt in die falsche Richtung. Ah, und das muss hier der Kessel sein, von dem die Rede war. Weil auf der anderen Seite ist der Schatz, in dem man in den Kessel in die Gasfolge geht. So. Buddel. Ja, und da ist das Ding. Denke ich, glaube ich. Und? Du besitzt jetzt das Schlüsselfragment der Bifiden. Sehr geil, sehr geil.